In diesem Jahr wird für Christina Henny, ehemals Christina Luft, alles anders. Keine Let's Dance Teilnahme, dafür Schwangerschaft und Baby. Doch das ist noch nicht alles. Dass die nahende Staffel der RTL-Tanzshow Let's Dance ohne Christina Henny stattfinden wird, ist bereits seit einigen Wochen klar, denn die 33-Jährige erwartet gemeinsam mit Ehemann Luca Henny ihr erstes Kind. Eine neue Äußerung auf Instagram weist darauf hin, dass sie danach vielleicht nie wieder als Profitänzerin zurückkehren wird und stattdessen plant, in ihren eigentlichen Beruf zurückzukehren. Ich war heute schon beim Notar bei einem Termin. Ich musste mir mein Diplom und alles beglaubigen lassen, also die Kopie davon. Und das wird jetzt abgeschickt und hoffentlich anerkannt, so Christina aufgeregt. Eigentlich spreche nichts dagegen, doch sie sei nervös. Das sollte es eigentlich kein Problem sein, aber trotzdem bin ich deswegen aufgeregt. Also Däumchen drücken. Christina Henny berichtet von Notartermin. Das steckt dahinter. Doch um was geht's es eigentlich genau? Jeder, der im Ausland studiert hat und dann in ein anderes Land geht, weiß, wie aufregend das ist. Das habe ich bisher vor mir hergeschoben. Aber jetzt möchte ich meine Unterlagen einreichen und hoffe sehr, dass das alles durchgeht. Christina Henny ist studierte Diplompsychologin, scheint mit dem Gedanken zu spielen, bald in diesem Beruf zu arbeiten. Bevor sie sich in ihren möglichen beruflichen Neuanfang stürzt, liegt der Fokus der 33-Jährigen aber erst einmal auf der Familiengründung. Denn allzu lange dürfte es gar nicht mehr dauern, bis das Baby auf die Welt kommt. Einen genauen Geburtstermin verriet Henny nicht, ihr Babybauch verrät jedoch, dass die Tänzerin die erste Hälfte ihrer Schwangerschaft bereits hinter sich haben dürfte. Kehrt Christina Henny nie wieder zu Let's Dance zurück? Laut Christina Luft machen sich auch schon Schwangerschaftssymptome wie die Zerstreutheit. Über die werden da Mütter häufig klagen, bemerkbar. Meine Entscheidungsfreudigkeit, die war vorher besser und jetzt fängt es schon an bei sowas wie, was ziehe ich morgens an? Bis zu so Sachen wie, was esse ich heute? Entscheidungen zu treffen, sei komplizierter geworden. Ich weiß nicht, ob das Schwangerschaftsdemenz ist oder was das ist, so die Tänzerin lachend. Zudem habe sie ständig Hunger. Ich muss immer essen, schmunzelt sie. Ich muss mich füttern und ich muss auch die zwei füttern, die da unten sind, erklärt sie. Nein, Christina Henny erwartet keine Zwillinge, meint stattdessen Ehemann Luca Henny, sich zum Zeitpunkt der Insta-Story in einer Songwriting-Session mit einer Kollegin befand. Auf diesem Wege bekomme Christina vorab kleine Sneak Peeks zu den neuen Songs von Luca Henny, freut sie sich. Für gute Unterhaltung während der Schwangerschaft ist also gesorgt.